Jo, hallo, hey, ich bin Tara Leo, ihr Selfie-Kanal Paar Animals und heute geht es mal um Harry Potter. Genau genommen geht es um die Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste und wie sie verabschiedet wurden. Im ersten Teil, der Stein der Weisen, war es Professor Quirrell. Dieser half dem dunklen Lord, starb aber während des Kampfes zwischen Harry und eben Voldemort. Im zweiten Teil, die Kammer des Schreckens, war es Professor Lockhart. Er hatte sich mit den Geschichten und Erlebnissen anderer profiliert und eigentlich keine Ahnung von Verteidigung gegen die dunklen Künste. Er traf sich selbst mit einem Vergessenszauber aus Rons kaputtem Zauberstab. Dadurch verlor er sein Gedächtnis und musste deshalb zwangsbeurlaubt werden. Im dritten Teil, der Gefangene von Azkaban, war es Professor Lupin. Er ist ein Werwolf und daher aus Sicht des Zaubereiministeriums nicht dazu in der Lage, eine Klasse zu unterrichten. Im vierten Teil, der Feuerkelch, war es Mad-Eye Moody. Der Mad-Eye Moody aus dem Film war allerdings eigentlich der Sohn von Bartimeus Crouch, ein Todesser, der dafür sorgen sollte, dass Harry am Trimagischen Turnier teilnimmt und in die letzte Runde kommt, um Voldemort zu treffen und ihm zu seiner Wiederauferstehung zu helfen. Im fünften Teil, der Orden des Phönix, war es Dolores Umbridge. Sie ist eine Bedienstete des Ministeriums, die verhindern soll, dass ministeriumsfeindliche oder kritische Schüler ausgebildet werden. Sie kam gegen den Willen von Dumbledore und wurde am Ende von ihm gefeuert. Im sechsten Teil, der Halbblutprinz, war es Professor Snape. Er ergreift nach dem Mord an Dumbledore die Flucht. Im siebten Teil, die Heiligtümer des Todes, weiß man es leider nicht genau, dass sich dieser Teil kaum um das Schulgeschehen in Hogwarts dreht. Ich hoffe, dass euch dieser kleine Exkurs nach Hogwarts gefallen hat. Wenn dies der Fall ist, schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare und schreibt mir auch in die Kommentare, über welches Buch ich noch in diese Richtung reden soll. Ich wünsche euch das allerbeste, lasst mir ein Abo da und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao!